So, ich bin auf der Autobahn. Tina hat gesagt, ich soll euch nicht immer mit meinen Monologen auf der Autobahn langweilen, nur weil mir langweilig ist. Ihr könnt euch denken, richtig, es ist Donnerstag. Ihr habt gerade das Video geguckt über den Regenerationsschnitt an den Buchen. Und falls ihr euch wundert, warum ich eure Kommentare gerade nicht beantworte, sondern maximal lese und ein Herzchen gebe. Naja, es ist halt schlecht beim Fahren mit dem Handy rumzudaddeln. Das tut man nämlich nicht. Es ist jetzt kurz nach 7. Ich bin gerade hier von Oldenburg auf die Bahn Richtung Bremen gewechselt. Ich denke, wenn es gut läuft, bin ich gegen 9 da. Ich muss ja auch immer noch einmal vorher tanken, das wisst ihr ja. Und wie gesagt, bitte nicht böse sein, wenn ich bei eurem Donnerstagsvideo diesmal die Kommentare nicht beantworte. Es liegt einfach daran, dass ich, wie ihr seht, zu tun habe. Ich habe euch trotzdem lieb und vielleicht kriege ich das nachgeholt. Und ansonsten Sonntag, ganz normal, wisst ihr, sitze ich am Handy und beantworte eure Kommentare. Lesen tue ich sie natürlich heute Abend trotzdem noch. Also bleibt neugierig. Wie gesagt, will euch nicht mit meinem Monolog langweilen, kriege ich Ärger mit meiner Frau. Deshalb soll es das dann jetzt von meiner Seite als Erklärung auch gewesen sein. Der obere Teil schließt sich jetzt immer. Oha. So, wir haben aber alles, ne? Hacker und so brauchen wir ja nicht, ne? Aber wer mehr ist drauf, oder? Gut, natürlich haben wir die Autos schon warm laufen lassen, wie immer. Wunderschöner Morgen in Hamburg. Wir arbeiten als Subunternehmer für die Baumschule, für die wir schon mal gearbeitet haben. Was ganz cool wird, die Jungs sind gut drauf und so, kennt ihr. Das war der Job, der hieß, glaube ich, das Video hieß, glaube ich, Und Action, wo wir da die großen Bäume da an dem Hang weggemacht haben mit der 33 Meter Bühne. Und für die Firma arbeiten wir auch heute wieder. Wird ganz cool und ihr seid dabei. Gerade eben waren wir noch gut in der Zeit. Jetzt wird's scheiße, weil der Wärmer ist nicht hinten drauf. Das heißt, wir müssen jetzt noch fix den Wärmer aufladen. Haben wir natürlich gedacht, der ist drauf. Deswegen haben wir die 10 Minuten fürs Aufladen jetzt nicht mit einkalkuliert. Deswegen wird's jetzt ein bisschen sportlich. Auke muss den Vario rausfahren. Wir müssen jetzt noch schnell einmal den Wärmer aufladen. Oh, oh, oh. Vorbereitung ist alles. Naja, kann ja mal passieren. Wir sind ja auch nicht perfekt. So, Wärmer ist aufgeladen. Das wollte ich euch gestern Abend noch gezeigt haben. Interessante Form einer Stretch-Limo. Cooles Teil. Da haben die wahrscheinlich irgendwie mal so gebastelt für einen Junggesellenabschied oder so. Weiß ich auch nicht. Habe ich gestern Abend, wie gesagt, beim Herkommen schon gesehen. Finde ich ganz witzig gemacht. Finde ich ganz witzig gemacht, so, ne? Goodie. Ja, so, los geht's. Fichten, sichten und vernichten steht heute auf dem Programm. Wie gesagt, Wärmer ist jetzt mit. Und jetzt wird alles gut. Der Vario ist noch kalt, ne? Er kommt nicht vorwärts. Ist ja auch noch eine Automatik, bevor das Getriebeöl nicht. Und ihr seht, wie der qualmt, ne? Aber das ist eben auch, der hat keinen Partikelfilter, das ist einfach, weil der kalt ist. Ne, das ist einfach Wasserdampf. Ja. Ja, weil ja. Und die Bühne qualmt eben auch. Das ist kein Wasserdampf, das ist, weil der Partikelfilter zusitzt. So einfach ist das. Und bei den Temperaturen dauert das jetzt auch einen Moment, bis der sich freigebrannt hat. Ne? Also ich ziehe da hinten auch eine kleine Wolke hinter mir. Aber wie gesagt, Tina, ich soll keine Monologe mehr führen, ich weiß. Also geht's jetzt gleich erst auf der Baustelle weiter. Das ist total lustig. Trotz Heizung frieren mir die Scheiben von der Bühne von innen zu, ne? Obwohl ich die Heizung anhab. Und wie ihr seht, auch ziemlich anhab und auf Umluft. Wir frieren hier tatsächlich die Scheiben von innen zu, ne? Also das ist nicht von außen. Wenn die Kurve gleich vorbei ist, zeige ich euch das nochmal gerne. Also hier vorne bei den Spiegeln schafft die Lüftung das noch. Hier hinten, wo ich sitze, schafft die Lüftung das nicht mehr. Ist aber auch echt knackekalt. Knacke kalt, also schlanke minus 10. Gut, ich weiß, früher war das normal, ne? Ich überlege, ich habe also auch schon bei der Bundeswehr Lehrgänge belegt, wo wir dann irgendwo
stationiert waren und da waren es dann minus 17 Grad und einen halben Meter hoch Schnee, ne? Also, das gibt's. So, aber hier, wie gesagt, seht ihr, ne? Das ist tatsächlich von innen gefroren. Krasser Scheiß. Also, es wird zecken heute. Irgendwie aus dem Fenster. Ich glaube, dass das tatsächlich die ganzen Fichten, die hier stehen, sind. Ich glaube, das ist unsere Baustelle für heute. Die ganzen Fichten hier wegkloppen. Aber wir können uns hier auf den Parkplatz von dieser Wohnanlage stellen, was sehr praktisch ist. Und ja, das ist der Auftrag. Ja, cool. Cool, 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 cool. Wenn ich dann ein bisschen was durch meine Scheiben sehen würde, wäre das noch viel coolerer. Coolerer. Was ist das für ein Deutsch? Wow! Ah, okay. Ja, man bleibt da hängen. Nicht so lustig. Und hier ist auch ein Graben. Das ist noch viel weniger lustig. Aber das Tolle ist, wir sind 3 Minuten zu spät. Nur 3 Minuten, muss man sagen. Wir sind nur 3 Minuten zu spät. Und die anderen Jungs sind zum Glück auch noch nicht da. Das heißt, die werden auch ein bisschen zu spät kommen. Das wäre im Sommer wieder was ganz anderes. Ne? Erstmal bewegt man sich da schneller. Und zweitens ist der Tag da irgendwie länger hell. Da macht man einfach um 3 noch mal eine schöne Pause und macht dann den Rest. Aber das sind echt paar... Ja, ist aber auch gut gemischt. Ne? Also die hat zum Beispiel, sehe ich direkt, ich glaub, wieder 3 Spitzen. Die darf stehen bleiben, weil die so schön ist. Die darf stehen bleiben, weil die 3 Spitzen hat. Ja. Oh, die da hinten ist auch ein bisschen was dicker. Naja. Also, genau, und die sind auch echt alle richtig hoch. Alter Vater, da werden wir auf jeden Fall ringen müssen. Ne? Da kommt die Bühne oben gar nicht ganz ran. Die ist geil gewachsen, die bleibt stehen. Die hat so eine richtig beschissene Krone. Die ist auch nur so ein bisschen braun. Boah. So, alle da. Alle gute Laune. Die grinsen schon. Wir fahren dann jetzt mal rein. Also es wird ein Terrortag heute, ne? Aber das ist nicht schlimm, das kennen wir ja. Terrortag, das wäre vielleicht ein guter Titel dann auch fürs Video. Alter, ist das wieder mal eng hier. Terrortag. Boah, das ist schon ein strammes Pensum. So, da kommt der Hacker. Ein Dücker mit Drehkranz, das ist auch ein guter Hacker. Aber Dücker baut ja leider keine Hacker mehr. Oder ich glaube nur noch für die Unimos, ne, für Kommunalbetrieb. Aber so eine Hacker sind von Dücker leider nicht mehr zu kriegen. Wobei der auch noch mit dem Hatz-Diesel ist, unverwüstlich. Wir haben die Bühne relativ press an die Bäume gestellt. Gute Position, würde ich sagen, um an eigentlich alles ranzukommen, wenn dieser Kropp hier in der Mitte nicht stehen würde. Aber den sägen wir vielleicht noch um. Weil eigentlich kann er so über Arsch arbeiten, links arbeiten, rechts arbeiten. Also geiler kann die Bühne eigentlich nicht stehen. Zumal für die Platzverhältnisse besser kann sie nicht stehen. Also eigentlich sollte er überall rankommen können. Und die Jungs bringen jetzt ihren Kram in Position. Und dann häckseln wir erst in den Anhänger, der kommt damit hin. Und dann zur Not können wir noch in den Vario hacken. Ich per die Senas. Gestreut haben sie auch schon hier mit dem guten Bautzner Senf. Und dann geht's los. So. Die ersten 2 sind blank. Wir haben die Bühne jetzt ein Stück rübergestellt, damit wir mit dem Fair mehr langfahren können. Weil das war für die Jungs Pain in the Ass, die ganzen Äste hier unten wegzusammeln. Und jetzt können wir das hier rüber regen. Ihr seht das schon, wir haben den am Stück angebunden. Den holen wir also gleich ein Stück da rüber. Und dann die anderen Sachen regen wir auch hier rüber in den rein, in diese Pole. Da regen wir den rein. Und dann können wir hier mit dem Fairmeer unten reinfahren und können die Sachen grapschen. Das konnten wir gerade nicht, weil die Bühne gerade noch hier stand. Das hat sich als blöd rausgestellt. Jetzt steht die Bühne ein bisschen weiter rüber, mussten da 2 Äste abnehmen. Aber das ist jetzt eben so. Und stehen deswegen auch ein bisschen pressdichter sogar noch dran. So, hier lag ein Stein, den hat der Fairmeer kurz mal beiseite geknuckt. Und ja, das ist der Stand jetzt. So. Ja, für 12 Scheine, Alter, schneide ich dem alles runter. Dann mache ich noch einen Job die Woche. Du hast gerade fast meine Leiter demontiert. Warum habe ich die Kamera an? Ich muss euch unbedingt was zeigen hier. Ihr seht, wie das Seil hier runterhängt. Moment, ich muss die Kamera mal irgendwo festmachen, wenn es geht. Weil das Seil ist gefroren. Hier, da. Das Seil ist gefroren. Also wir kriegen das kaum noch um Poller belegt. Also es ist heute echt.
Ja, und jetzt bleibt es so hängen, ne? weil es einfach um den Poller festgefroren ist. Ah, ja, wie gesagt, da liegt das Stammholz, das kann der Färbe ganz gut. Wir haben es gerade über die Hackschnitzelszene gehabt, deswegen lachen wir so ein bisschen, ist ein Insider. Also, wie gesagt, wir ringen die Stangen ja alle darüber, zack. Und wir haben uns jetzt überlegt, damit wir das Chaos, also den schneiden wir gleich weg, dann kann da der Fährmeer reingratschen, die Dinger holen. Aber damit wir da an der Straße gleich nicht so ein Chaos haben, binden wir die oben an, also upside down an, und schneiden die dann in 3 Meter Enden mit Ästen dran, flunk hier hin. Dann kann der Fährmeer die grapschen und kann die mit Äste vor den Hacker ziehen, dann können die Jungs die entasten, können das Stammholz mit dem Wärmer dahin packen. So ist der Plan. Der Plan ist nicht nur gut, sondern sehr gut. Könnt ihr euch denken, ne? Das Wetter ist zwar geil, weil es eben knacke gefroren ist, trockener Frost ist geil, aber für das Material ist das nicht so gut. Ne? Es ist nicht so gut. So, jetzt ernten wir noch mal ganz schnell mit dem Wärmer da den Stamm. Sagen, Tatsache, das sieht man jetzt ganz gut. Ne? Das Holz ist gefroren. Bis hier. Also dieser Teil vom Holz hier ist nicht gefroren. Und dieser Teil vom Holz hier ist tatsächlich, das ist Eis. Ne? Das ist jetzt kein Schnee, der hier drauf gefallen ist oder so. Ne? Hier, das würde anders aussehen, da. Sondern das ist tatsächlich Eis. Ne? Also es ist gefroren. Da rein und ohne das Maschinchen wieder Pain in the Ass. Ne? Will keiner machen ohne so eine Maschine. Ist das echt ätzend. So, hier ist das Seil. Okay, geht weiter. So muss das, so ist das gedacht und so bringt das Licht, Leute. Ja, dann ist zum Baum mit 2 Stücken weg. So, Kaffeepause, hier ist Kaffee. Leider nicht in einem nachhaltigen Becher, sondern ne, mit Kunststoff und so einem Kaffee-to-go-Becher. Aber es gibt Kaffee. Mach mal die Säge aus, die rappelt so, das nervt. Ja, cool. Wie ihr seht, ist wieder aufräumen und hacken das Nadelöhr. Ne? Das ist nicht schlimm, weil wir hier mit ganz vielen Jungs sind und die sind auch echt fleißig. Die malochen richtig einen weg, einer arbeitet auf, einer häckselt, einer trinkt Kaffee und raucht. Nee, Quatsch. Die haben sich ja jetzt eine Pause auch verdient. Die haben ja wirklich fix einen weggemalt und wie gesagt, ist kurz nach 10. Und ja, Kaffeepause halt. Ne? Das ist eben, wenn man Angestellte hat. Dann muss man denen auch mal eine Pause gönnen. Vor allem, wenn die so mal hoch müssen wie die hier jetzt. Ne? Weil die das ja alles händisch wegräumen müssen. Ne? Bei mir würden wir es einfach mit dem Wärmer auf den Haufen schmeißen und würden es mit dem Kran in den Hacker knirschen. Aber die müssen das alles händisch machen. Das ist echt Arbeit. Und deshalb gibt es jetzt lecker Kaffee. Ich denke auch, dass wir ganz gut dabei sind. Also es ist jetzt kein Grund, sich einen runterzuholen und sich zu freuen. Also es ist schon noch eine Menge Arbeit, weil es sind auch einfach noch hier noch 4 große Bäume. Ne? Die 2 und, naja gut, die 3, also sind tatsächlich 4 große und 1 kleiner. Also es ist hier noch tatsächlich jede Menge Arbeit. Und auf der anderen Seite stehen ja da immer noch Bäume und der soll ja auch noch mit weg. Ne? Also die kommen noch weg und die kommen noch weg. Also es ist schon noch eine Menge Arbeit. Aber ich denke, wie gesagt, wir hatten ja gesagt, wird ein sportlicher Tag. Wird auch ein sportlicher Tag, ist aber machbar. Darum geht es ja, ist machbar. Ne? Immer dieses so, oh, das geht gar nicht an einem Tag. Also wenn wir heute Morgen pünktlich um 8 angefangen werden und nicht irgendwann um 8:45, dann wäre das noch viel besser machbar gewesen. Jodi! Jo, also das ist
das geschafft haben wir schon. Jetzt einmal das Aufbau, der Aufbau von oben. Das nach wie vor unser Anspruch. Und wir sind gerade hier, weil es einfach die Leute da oben hinterher hängen. Wir sind so 30 Meter Stück runter mit allen Essen dran. Weil wir dann einfach da unten. Gerade jetzt abschneiden ist auch eine Option, aber das können wir uns am Boden schneller gucken. Die Äste sind natürlich lang, wir werden die Bühne gleich streifen, ist ein bisschen unschön. Schauen wir mal. Nö, nee, aber ich hab's, glaube ich, ja, ja. Das war mit Marwan. Vor allem dann, wenn du, das ist ja ein Quicklenker, der erwartet. Ne? Wenn du in dem Moment lenkst, wenn der am Hang steht, dann knickt der einfach mal ein und liegt auf der Seite. Ja, diese Hanggeschichte nutzen ich gar nicht, Quicklenker. Da ist Allradlenkung ganz wieder besser, aber Quicklenkung finde ich ist da suboptimal. So, ich stelle euch mal hier hin. So. Das ist was, was die Leute immer nicht verstehen. Kette verändert nicht seinen Drehpunkt. Also nicht sein, durch das Einknicken veränderst du ja den Schwerpunkt von dem Fahrzeug, also die Standfläche von dem Fahrzeug. Und Kette verändert nicht seine Standfläche, genau wie so ein Kramer Allrad. Aber so ein Weidemann oder ein Avant oder so, die haben ja Knicklenkung. Und wenn du knickst, dann veränderst du eben die Standfläche des Fahrzeuges und dann kippst du um, gerade mit so langen Hebeln. Aber wie gesagt, das will mir ja nie einer glauben, dass wir deswegen Kette haben und keine Räder und vor allem keine Knicklenkung. Was hier, wie gesagt, wenn du so im Hang stehst, ne, stehst du sowieso so runter und musst dann noch einknicken. In dem Moment geht die Maschine über den Deister. Aber die Diskussion bin ich leid, deswegen bin ich hier übrigens auch auf Facebook aus allen Baumforen ausgetreten. Ich bin aus der Highclimber raus, aus dem Hangout. Ich bin von Baumklinger National raus, SKT-Kletterer, professionelle Forstwirte Deutschland. Ich bin überall rausgegangen, weil ich bin die Diskussion langsam echt leid. Und ich habe dann auch keinen Bock mehr, mein Wissen weiterzugeben, wenn es eh keinen interessiert oder jeder alles besser weiß, wie ich meine Firma zu führen habe. So, die sind alle weg. Jetzt nehmen wir den und hauen den da rein. Kommt, sieht gut aus. Jo. Oh. So, da ist gerade der Kaffee gekommen von dem lieben Herrn. Da vorne steht der Hauke, holt auch gerade noch ein bisschen Leckereien aus dem Auto. Es ist Mittag, es ist die nächste Pause, die sogenannte Mittagspause. Wir kommen ja vor lauter Pause machen gar nicht zum Arbeiten. Ja, Bühne kommt wie gesagt gleich hier hin, den haben wir umgeworfen, wart ihr bei? Ihr seid ja immer dabei. Und dann können wir hier Pressrand stehen, dann riggen wir den zu der Seite rüber, nämlich in unsere Pole, und dann riggen wir die Pole runter und dann müssen wir die Bühne noch essen. Man könnte jetzt von der Position auch die beiden machen, aber wir wollen erst die Ecke hier fertig haben. Und dann sind wir tatsächlich am Überlegen, ob wir die hier da in großen Stücken hier reinschmeißen. Ganz großen Stücken einfach hier reinschmeißen. Überstanden. Yeah. Ich glaube, die Klemme hat zerlegt, aber sie geht noch drauf. Ja, aber cool. Also Spitze ist schon wieder runter. Habt ihr gesehen, wie gut das klappt? Ne? Ihr wart mit dran an der Spitze.
die übrigens doppelt war. Und jetzt kommt hier Klein Grabschi und Grabschi dann wieder bis vorn Hacker. Der Holzstapel wird auch immer größer und ihr kommt jetzt wieder ins Auto, damit wir hier zügig vorankommen. Weil wir haben ja immer noch ein bisschen was vor uns. So, wir haben den hier jetzt gelegt, geschmissen, geworfen. Ne? Der ging genau bis hier. Passt also schön rein. Da ist auch schon ein Seil dran. Ich fahre jetzt die Bühne raus. Ich fahre die Bühne jetzt da raus und dann schmeißen wir den nämlich auch um. Der ist hier schön am Schacht vorbei und an der Bühne vorbei. Und der andere geht auch schön am Schacht vorbei. Wir grapschen jetzt einmal die Stücke mit dem Wärmer weg. Und dann geht das los hier. Und dann sind wir mit der Ecke bis auf die beiden und den da fertig. Und dann müssen eben die da vorne noch. Jetzt wird es auch langsam Zeit. Ne? Es ist kurz nach eins. Jetzt wird es langsam Zeit. Jetzt müssen wir nochmal Endspurt machen. Außerdem muss immer die Polizei auf der Baustelle sein. Immer. Gut, das ist also alles weg. Wow, jetzt wäre ich fast hier über den Domdeckel gefallen. Wo ist denn das diesen Seitenfach unter meiner zirpenden Grille. Die beiden Bäume wollen wir, wie gesagt, in großen Stücken hier reinhauen. Ne? Wir haben hier Platz genug. Die fliegen in... Und dann, wie gesagt, da ist alles weg. Gut. Und jetzt eben da aufbauen, hier rüber und dann mal gucken. Und dann ist es ja nur noch der und die da vorne. Oh, kurzer Zwischenstand, weil wir ja wenig filmen. Wir binden jetzt gerade den letzten toten Baum an. Es ist ja 14:23. Der Dicke, der hier vorne stand, ist eben auch schon weg. Und im Hacker, der Anhänger ist jetzt zum zweiten Mal voll. Und Haukes Auto ist auch schon so ein bisschen angeladen. Weil immer, wenn der Anhänger durchgetauscht wird, häckseln wir in der Zeit in Haukes Auto. Die Baumschule ist hier zum Glück in der Nähe, nicht weit weg. So dass die kurze Wege haben. Vorne steht auch schon ein Trecker und ein Radlader für das Stammholz, ne, mit dem Dumper. Das kennt ihr aus dem letzten Video. Das wird mit dem Dumper und dem Radlader aufgeladen und kommt dann auch noch weg. Ist ein bisschen was zusammengekommen. Ich denke, das ist mehr wie eine Dumperladung. Und jetzt, wie gesagt, den noch eben. Und dann können wir bei dem anfangen und dann die. Und dann ist heute ein langer Tag und es wird auch dunkel. Aber dann haben wir alles fertig, ne? Wie wir das am Anfang versprochen haben. So. Geht also jetzt weiter. Uhr, beide weg. Holz liegt da und da. Der Nachbar macht sich das fertig. Und das geht, wie gesagt, auf den Bunker. Gehäckselt ist auch schon alles. Jo, läuft, ne? Aber sind ja auch echt hier wie die Ameisen am Boden, ne? Zack, zack, zack. Das läuft hier, ne? Einer direkt Äste rein, einer aufsägen, einer hier mit Forke nach. Jetzt geht's um den Kameraden und dann noch da hinten um zwei Kameraden. So, der ist auch nackig und soweit ausgetoppt. Bisschen noch hacken, aber das ist hier mit dem Fährmäher, der greift da rein, zieht die Äste von Hacker. Ist das also auch kein Problem. Ihr seht das, rupf, bumm, einmal Maul voll grapschen. Meiner könnt ihr dann jetzt mit dem Kran reinschieben, aber wir haben hier ja vier Mann am Boden. Ne? Hacker meine ich. Klar, mein Fährmäher kann im Moment die Klaue nicht drehen, der könnte die Äste nicht grapschen, aber der Hacker könnte die Äste ja grapschen. Der hat ja einen Bagger dran, der Hacker. Ja, ja, und dann sind es ja nur noch die hier vorne. Die sind aber eigentlich dann auch kein Problem mehr. Wieder. Kommen dann ja auch noch heute weg. Aber wie gesagt, von der Uhrzeit her sollte das passen. Das kriegen wir hin, es geht halt nicht darüber. Da hast du oben im Korb mit entastet, ne? Da hast du im Korb mit entastet mit der Säge, ja. Triebhusser, okay. Oh, kann ich nicht Keil holen? Alter, das Ding ist mörderschwer. Grünzeug ist fast weg, wie ihr seht. Wir sägen jetzt doch den Stamm um mit der guten alten 8.8. Diese alte 8.8. Und ich muss jetzt den Triebhusser holen. Das ist Strafarbeit. Ich weiß auch nicht, was ich Hauke getan habe, aber der Triebhusser ist echt geil.
wie gesagt, größere Bodenplatte müsste man sich vielleicht nochmal von RZ-Handeln machen lassen, so ein Einschiebschuh. Aber das Ding wiegt ja einfach mal eine Tonne, ne? Und ich habe mir den schon mal in den Anzug gehauen, davon kommt nämlich hier die Naht. Alles durch den Hacker, der Anhänger ist schon wieder voll. Kurze Zigarettenpause, die haben wir echt reingehauen. Und es ist noch nicht mal 4 Uhr, ne? Hier ist alles weg jetzt. Ich finde, das ist eine reife Leistung. Nur noch die beiden. Und alles händisch, ne? Und alles durch den verhältnismäßig kleinen Hacker. Das ist schon echt brutal. Jo, ein Kollege ist ja schon weg. Und der Chef, der Lars, der ist ja zwischendurch immer mal wieder da. Aber der eine Kollege ist eben schon weg. Und der Stefan, der muss jetzt auch um 5 weg. Das heißt, Hauke und ich müssen uns ranhalten, dass wir den Baum runterballern. Wir haben gerade überlegt, wir bauen auf der Straße auf. Geil, dass die hier stehen. Satan, da mit dem Graben, das ist nicht so witzig. Nicht dem Audi noch was kaputt fahren, da war das nichts verdient heute. So, also, Plan ist, da wo der Radlader jetzt steht, da stelle ich jetzt gleich die Bühne hin. Und dann ballern wir die beiden Bäume noch runter. Und der Finn, das ist ein Jutta, der Finn ist übrigens auch Jäger. Und der Finn bleibt heute bis zum bitteren Ende. Weil eigentlich haben die samstags frei. Und weil jetzt der verrückte Zahnarzt und der bescheuerte Ostfriese da ist, müssen die heute bis zum bitteren Ende. Und Finn bleibt auch, bis wir hier fertig sind. Es ist ja noch nicht 5, es ist ja gerade 4. Mit ein bisschen Glück, wenn wir die relativ schnell runterscheuern, dann mit allem Mann dann noch im Aufräumen, dann sind wir ja noch zu 4. Sonst bleiben im Hauke, ich und Finn bis zum bitteren Ende. Und dann müssen wir das Ding eben mit 3 Mann aufräumen und in den Hacker stecken. Ne? Mittlerweile ist dann auch der 4. Anhänger leer gekippt worden. Und Haukes Auto ist auch schon einmal voll. Also, das ist einfach Masse. Ne? Tannen bringen echt Masse. Das ist leider Gottes so. Aber wie gesagt, wir haben ja noch, es ist ja noch Tageslicht, wie ihr seht. Ist ja noch alles früh und hell. Ne? Dicke Stunde haben wir noch bis 5. Das heißt, ja. Drüben ist soweit aufgeräumt und gehakt. Wir holen also jetzt gleich alles hierher und ballern den Ross hier runter. So ist der Plan. Der Plan ist gut. Optimale Position direkt unterm Baum. Genau, von der Seite ist die andere nackig. Ich kann eigentlich alles nach vorne fallen. Hier müssen wir bei ein paar Ästen nur aufpassen. Die sind echt eng am Haus. So, die Jungs verladen drüben schon ein Stammholz. Und dann ziehen wir gleich mit dem Wärmer den Hacker einmal rum, stellen den auf den Parkplatz, da wo die Bühne jetzt steht. Und dann ist das cool. Da ist der Radlader, vorne ist der Trecker mit Mulde, also so ein Dumper. Und hier ist echt schon wieder alles schick und sauber, oder fast. No, mit dem Radlader ist das Stammholz verladen, ist easy peasy. Und da vorne steht irgendwo ein John Deere mit einer Mulde. Die müssen flat landen, die dürfen nicht umschlagen. Genau, so, wenn die gerade runterkommen, ist kein Problem, geht los. Weil dann streifen die auf den Balkon nicht, wenn die gerade runterkommen. Ja, ich glaube, den Stamm, der wäre echt was für Sägewerk, ja. Mach's noch tun? Mit der dicken Säge, ja, geht das auf jeden Fall in die Arme, ja. Ist okay, ne? Sieht okay aus.
So, Kamera ist an. Sie dürfen. Sie dürfen. Warte, ich stelle mich auf der Straße. Dann fällt ihr auf uns zu. Die Bühne müsste auch ziemlich Kotzgrenze sein, ne? Die ist Kotzgrenze, ja. Das habe ich mir schon fast gedacht. Kommt und da ist sie. Ja, cool. Wollen wir jetzt noch 2-3 Stammstücke dünner abblocken? Ja, ne? Weißt du, wie viel Kugelwiegen in den Anhänger reingehen? Also ich würde sagen, 6 gehen da bis... Ja, 6 gehen da auch locker rein, ne? So klein ist der gar nicht. 4 Anhänger heute schon weg. Das wird locker der 5. Einmal dein LKW. Boah. Ist nämlich gerade los, der Lars. Und da vorne seht ihr den John Deere. Und da fällt jetzt schon mal ein dickes Stück Stamm. Ah, es wehrt sich noch, Nadelholz halt, bleibt lange an der Bruchleiste und flat. Perfekt. Irgendwo es warm ist. So, Baum weg. Gut, hacken müssen wir jetzt noch, aber Bühne ist auch schon wieder zusammengefahren. Die fahren wir jetzt da rein. Dann fahren wir, wie gesagt, den Hacker mit dem Anhänger hier rein. Dann drücken wir die ganze Scheiße, Entschuldigung, dann drücken wir die ganze Scheiße mit Fährmeer einfach vor den Hacker. Und dann sollte das genau wie gerade bei dem großen Baum eigentlich nicht lange dauern mit dem Aufräumen. Das sieht im ersten Moment nur wild aus. Ich würde jetzt mit meinem Hacker da reinfahren, wo die Bühne ist, würde man das alles mit dem Kran nehmen und dann drehen und reinstecken. Aber es geht eben auch händisch. Wir haben früher sowas auch durchaus händisch gemacht. Ganz kurz nehme ich euch nochmal mit hier. Wir sind hier jetzt schon eine Weile am Häckseln. Der Finn und ich und der Hauke gibt uns noch dran mit dem Wehrmeer. So, warum häckseln wir nur in geschlossener Aufbauten, weil da nicht so viel rausfliegt. Aber warum ich die Kamera eigentlich angemacht habe, jetzt seht ihr mal, warum wir Licht in der Fülle vom Hacker haben. Ein großes schwarzes Loch. Man sieht gar nicht, ob die Rollen laufen oder nicht, außer der Fährmeer schmeißt mal einen Lichtkegel drauf und jetzt. Tatsächlich, weil der Fährmeer hat ja Licht. Dann sieht man tatsächlich, was hier los ist. Aber sonst, das ist die Krone. Ich glaube, die will er nicht fest. Ich halte mal den Sicherheitsbügel fest. Der Finn steckt sie rein. Also, wie gesagt, wir stehen zu zweit am Hacker. Hauke grapscht die Äste und legt uns die vor den Hacker. Wenn der Hacker scharf wäre, wäre das auch Bombe. Unser Stammholz stapelt Hauke dahin, das können die dann mit dem Radlader wieder wegholen. Ne? Und dann flogen wir gleich noch die Stämme um und dann ist das gut. Dann ist es später geworden als gedacht, aber wie gesagt, das Aufräumen könnte schneller gehen. Es ist aber noch keine 6 Uhr. Dicke 10 Minuten, denke ich, Viertelstunde werden wir auf jeden Fall noch hacken. Ist dann aber, wie gesagt, noch keine 6 Uhr. Es könnte ein bisschen schneller gehen. Der Hacker ist im Moment die Engstelle. Ne? Das seht ihr auch. Ne? Der Hacker ist die Engstelle. Der würde das alles locker fressen, wenn die Messer ein bisschen besser werden. Aber der war 100 Stunden verliehen. Frauen, Werkzeug und Geld verleiht man nicht. Ne? Geld kriegt ihr nie wieder. Werkzeug kriegt ihr kaputt wieder. Und eure Frau kriegt ihr dick wieder. Ne? Also sprich schwanger. So, ich muss da eben wieder ran an den Hacker, damit es heute noch weiter geht. So, fast fertig. Also wir müssen nur noch einmal haken, pusten hier. Das könnt ihr wahrscheinlich schon gar nicht mehr sehen. Aber da sind wir noch am Haken. Da liegt gerade ein Haufen Korb. Gut, dass der Wärmer Licht hat. Der schiebt hier gerade den Scheiß auf den Haufen. Da liegt das Stammholz. Das müssen wir auch noch ein Packer stapeln. Hier einmal Müsli, einmal Leim. Kannst beides auch essen. So. Brennstoff. Brennstoff, der schnell ins Blut geht. Aber es ist alles weg, wie ihr seht. Es ist alles weg, es ist dunkel, es ist wie immer nur das Aufräumen. Und es ist gleich 5:15.
dann ist es nur noch den ganzen Scheiß krapschen und da auf den Parkplatz legen, damit das Montag abgeholt werden kann, wenn morgen, ach so, okay, holen die morgen noch ab, okay, holen die also morgen noch ab. Keine Pause machen und heute Morgen einfach pünktlich um 8 Uhr anfangen, dann hätten wir es fertig gehabt, um 6. Hätte Fahrradkette und Quatsch, hat den Haufen Spaß. Also es war ein geiler Tag, coole Truppe, wir haben richtig was weggeschafft und haben dabei einen Haufen Spaß gehabt. Und das ist dann ja wichtiger, wie ob man eine Stunde eher oder später fertig wird. Der Spaß steht im Vordergrund. So, ich weiß gar nicht, ob ihr mich seht, aber wir sind fertig. Fernmeer und alles ist verladen. Haukes Bude steht da noch. Meine Bühne ist wieder leer. Haukes ganzes Zeug ist wieder in seinem LKW. Wir können losreiten. Die Kamera sieht eh nichts. Das heißt, wenn, muss Tina euch ein paar Bilder einfügen oder ihr müsst einfach auf Facebook gucken. Wir haben die Baustelle tatsächlich noch picobello sauber gemacht. Wir haben den Wärmeer einfach als Lichtquelle genutzt. Jo, coole Sache. Geht los hier. Lars verabschiedet sich auch. Sagt mal Tschüss zu Lars. Lars ist echt netter und Lars hat auch eine coole Truppe. Also seine Jungs sind auch einfach geil drauf. Wie gesagt, mit solchen Leuten macht das Spaß zu arbeiten und dann kann es auch ruhig mal ein langer Tag sein. Das ist dann auch nicht so schlimm. So, wie ihr seht, wir verlassen die Baustelle. Naja, Fuchsjagd. Hätte auch Spaß gemacht, bestimmt. Aber dies hier war jetzt viel produktiver, beziehungsweise da haben wir jetzt einfach einen guten Freund die Baustelle an einem Tag fertig gerockt, wo er gesagt hat, naja, wird wahrscheinlich anderthalb Tage dauern. Tja, nicht, wenn der verrückte Zahnarzt und der durchgeknallte Ostfriese kommen. Dann schafft man sowas auch an einem langen Tag. So, home sweet home. Wir sind wieder bei Hauke. Feierabend. Jetzt hoch in die Jägerbude, Ofen anheizen, duschen, essen, Feierabend. Ich habe euch gerade mal geholt und zwar, film mich ja eigentlich im Moment gar nicht. Wie ihr wisst, ist der Hauke, Arne beim Hauke. Das habt ihr gerade gesehen, weil es ist jetzt schon Samstagnachmittag, ich glaube 5 Uhr gleich oder so. Ich habe keine Ahnung, ist jedenfalls noch sehr hell, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, ist doch scheißegal. Uhr geht gleich wieder an, wenn ich hier rückwärts rausgeeiert bin. Der Jan hat sich auf dem Heimweg gemacht. Wir haben die Baustelle für heute gut überstanden. Leider mit viel Maläschen am Anfang. Die Arbeitsbühne hat erst nicht richtig gearbeitet, genauso wie gestern. Gestern hatten wir auch sehr große Probleme. Und zwar hatten wir eine Sprinter-Arbeitsbühne. Wir hatten einen großen Rückschnitt. Eine große Eiche, die begutachtet wurde von unserem lieben Herrn Güldner. Und da sollte ein kleiner Rückschnitt nach ZTV stattfinden, um die Standsicherheit wieder zu gewährleisten. Und da haben wir, weil Arne ja mit der Bühne unterwegs ist und unsere Arbeitsbühne wahrscheinlich ein bisschen zu klein gewesen wäre, eine 29 Meter Rubmann Sprinter-Arbeitsbühne gemietet bei Ulfarts. Und ja, es hat natürlich sehr arg gefroren die Nacht und da gab es dann ziemliche Schwierigkeiten. Und zwar stand die Bühne bei arger Auslage regelmäßig auf drei Beinen, was natürlich nicht so witzig ist, vor allem wenn der dritte Fuß dann 20 cm hoch schon steht. Da bleibt man dann nicht so entspannt. Aber Ulfas hat gut reagiert. Wir haben dann eine 7,5-Tonner Bühne im Tausch bekommen zwischendurch. Die Jungs haben die Bühne mitgenommen, aufgewärmt, durchgecheckt und nachmittags wieder geliefert. Wir konnten uns mit der großen Bühne helfen. Das war natürlich ein bisschen Kanonen auf Spatzen schießen mit dem riesen Panzer, aber es passte Gott sei Dank vom Platz her auf der Straße. Haben dann später wieder durchgetauscht. Dann lief der Sprinter auf. Wir hatten dann noch eine Eiche zu pflegen mit derselben oder ähnlichen Auslage. Und wie siehe da, war stark weit rausgehst, dass dann ein Fuß mal entlastet wird. Aber der geht nicht regelmäßig bis zu 20 cm hoch. Ne? Aber er hat gut geklappt, also danach war dann alles gut. Sie ging dann auch nicht mehr hoch, hatte ständig Belastung auf allen vier Füßen, also war ein Sensor schuld. Ist auch kein Problem bei dem Wetter, ja, ist halt leider normal. Nämlich, heute war dann derselbe Fall, wir haben heute Straßenbäume zurückgeschnitten in der Gemeinde Rollerfehn und hatten dafür so eine Teleskop-Gelenk-Arbeitsbühne. Die hatten wir schon mal, als wir die Bäume bei uns direkt vor der Haustür, das Video kennt ihr eventuell, fahren kann. Jedoch war heute Morgen ein Schalter festgefroren, vermute ich mal, oder der ist kaputt, oder weiß der Geier. Und zwar die Hauptdrehfunktion vom Kranz war nicht zu betätigen. Irgendwann nach Anhauchen und langsam ein bisschen antauen vermutlich, ging das dann mit Gewalt, muss man ganz ehrlich sagen. Also wenn man den Knopf ganz doll gedrückt hat, dann ging es, sodass wir uns helfen konnten. Dann wollten wir häckseln, da funktionierte der Häcksler nicht. Was war passiert? Vermutlich im Schlauch, wo der Diesel angesaugt wird,
ist ja immer ein bisschen Kondenswasser drin im Diesel. So rein ist der ja nicht in der Tanke. Und der war vermutlich gefroren, sodass er anging, wir einen Ast häckseln konnten und als er dann natürlich den ganzen Sprit aus dem Schlauch verbraucht hatte, konnte er keinen Sprit mehr kriegen, ging er aus. Wir ihn dann in die Sonne gestellt, hat einem Kollegen telefoniert, der bestätigte den Verdacht, dass das so sein kann, dass wir es mal ausprobieren sollen, haben wir ihn richtig rum in die Sonne gestellt. Heute ist ja bombastisches Wetter, wie ihr im Hintergrund seht. Und siehe da, halbe Stunde später konnten wir häckseln. Also alles erfolgreich, ein bisschen Nerverei und Rennerei und dann natürlich durch die ganze Wartezeit mit der Bühne, dann wieder viel Verkehr, aber gut geschafft. Ich bin jetzt, es ist übrigens 16 Uhr, jetzt sehe ich die Uhr gerade, ich bin jetzt auf dem Weg zu Nadja. Und zwar haben wir wieder Futter geschickt bekommen aufs Firmengelände, das ist im Kofferraum. Das bringe ich einmal hin, ich bringe das immer recht zügig hin, weil sonst, wir können das schlecht lagern, wir haben ein Rattenproblem auf dem Platz und ja, ich möchte nicht, dass das Futter dann, die Ratten damit füttern, ganz einfach, logischerweise. Liebe Brandon, ich hoffe, dass das alles klappt, zu uns kommen, der bringt Heu für die liebe Nadja, richtig cool. Das will er heute bringen, ich denke gegen 16 Uhr, ich hoffe, ich komme einigermaßen pünktlich, weil es ist jetzt schon 16 Uhr. Ja, ich weiß ein bisschen, wie spät es ist, fällt mir gerade auf, ne? So blond bin ich manchmal. Gegen 16 Uhr wollte er da sein, das vorbeibringen. Und natürlich, wenn er so einen Anfahrtsweg auf sich nimmt, will ich natürlich dabei sein und ihn in Empfang nehmen und ihn auch filmen dabei. Und das machen wir natürlich gleich. Ne, Futter vorbeibringen, einmal zeigen, dass er das gebracht hat, lieben, lieben Dank sagen. Ich finde das mega, es kommt sehr, sehr viele Pakete im Moment bei uns an. Es ist auch sehr viel Geld tatsächlich auch schon zusammengekommen, was wir natürlich auch, wir werden noch gemeinsam mit euch quasi mit der Kamera Futter kaufen gehen. Wir müssen auch eben mit der Nadja und der Kira natürlich auch abstimmen, welches Futter sie möchten. Und dementsprechend werden wir das Geld investieren in Futter, dafür Futter kaufen und dann das Futter übergeben, weil ihr habt das ja Futter gespendet. Dann wollen wir auch, natürlich vertrauen wir den Mädels, dass sie das für Futter ausgeben, aber für euch ist es natürlich schöner zu sehen, wenn dann auch wirklich Futter übergeben wird. Ne? Ja, das wollte ich eigentlich nur sagen. Ich fahre wieder schön in Mittlingmark bei geilem Wetter und film hoffentlich gleich die Übergabe. Eine Nachricht von der lieben Nadja bekommen. Ich bin tatsächlich einigermaßen pünktlich. Der liebe Brandon ist schon da, beziehungsweise kommt gerade an. Und ja, da wollen wir gleich mal direkt gucken, wo er ist. Dann gibt es natürlich ganz viel abzuladen. Ich hoffe, dass Nadjas Sohn da ist. Wir nicht alles alleine machen. Durch die Schneewehe rums. Da steht jemand. Tatsächlich. Oh, zack. Da ist er. Hey. Mal runterladen, wa? Ja. Da kann man es gerade noch ein bisschen warm laufen. Ja. Hallo. Mega, das passt ja. Ich habe schon Angst, dass ich zu spät komme. Ich bin gerade direkt von der Baustelle eben nach Hause. Die Kamera, weil das Ding ist kaputt. Kamera geholt und Futter müssen wir gleich nochmal abladen. Ja, perfekt. Erstmal, man hört es auch an der Stimme, ich bin völlig fertig. Ja, wir haben die Tür aufgelassen, das zieht voll, ne? Die ersten beiden haben wir abgeladen. Nadja hat den kleinen Trecker. Fertig gemacht. Und dann geht es an die großen Ballen.
Kopf, selbst ist die Frau, so muss das. Geil, oder? Das ist aber auch eine enge Kiste hier. Nadja und ich verstehen uns einfach zu gut. Wir haben uns mal wieder festgequatscht, aber ist auch immer ganz schön. Oh, es ist arschkalt, eigentlich nur minus 3, aber ich habe jetzt da draußen jetzt gestanden. Oh, jetzt habe ich euch gerade das Dach gefilmt, Entschuldigung. Ich bin völlig durchgeklönt. Ja, ich muss erstmal sagen, vielen, vielen Dank, lieber Brandon. Mein Mund ist mir schon eingefroren, Entschuldigung, ich bin Nuschel. Dass es geklappt hat. Ich bin wirklich sehr, sehr dankbar und Nadja auch. Das ist immer, kann man immer gar nicht in Worte fassen, wie sehr das hilft. Weil, ja, hatte ich ja schon erzählt, Tierarztrechnungen und laufende Kosten sind natürlich im Moment schwer zu deckeln, wenn Reitstunden und alles Mögliche nicht erlaubt sind und ja, somit kein Geld reinkommt. Hilft das natürlich so eine Lieferung so sehr und ja, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Also vielen, vielen Dank auch an alle anderen, die gespendet haben. Jetzt in diesem Fall natürlich sehr an Brandon und die beiden Pakete. Ich habe jetzt leider vergessen, wer das war, das eine Fressnapf-Paket. Das gehörte zu einer anderen Lieferung und nochmal zweimal zwei Sack Futter. Ich glaube auch Kaninchen war das. Vielen, vielen Dank. Also wirklich mega. Ich kann gar nicht oft genug sagen, wie sehr das hilft und wie toll das ist. Und wir bringen das natürlich gerne hierher. Also ich hatte letztens die Anfrage, ob das okay wäre, dass das zu uns geschickt wird. Und wir bringen das dahin. Ja, natürlich. Auf jeden Fall schreibt uns aber vorher an. Das ist immer besser, weil dann kriegt ihr die Firmenadresse. Dann kriegt ihr die Firmenadresse, dass wir das dahin schicken lassen können. Da haben wir ein großes Carport, da wird die Post und alle Lieferdienste, ihr könnt alle Lieferdienste nehmen, ist völlig egal. Die wissen Bescheid, die stellen das da abstellen. Und dann klappt das auch. Dann bleibt das nämlich trocken und das Problem ist, wenn ihr das zu uns schickt, das ist nicht so schlimm, aber ganz oft ist es so, dass es einfach bei uns vor die Tür gestellt wird. Ich hatte gestern auch einen Karton, das eine Paket, was ich gerade abgegeben habe, ist zu uns geschickt worden. Das steht dann draußen vorm Zaun im Schnee. Lag Gott sei Dank nicht lange da, bloß es ist Gott sei Dank noch kalt genug, sodass es nicht nass werden konnte. Aber ja, erstmal wäre das doof, wenn es nass wird und dann nicht mehr zu gebrauchen ist. Und natürlich gibt es auch Langfinger. Ich meine, bei einem 30-Kilo-Paket überlegt man sich, ob man das mitnimmt oder nicht. Aber ihr wisst, was ich damit sagen will. Also wenn ihr spontan sagt, ja, dann schickt es zu uns, ist nicht so schlimm. Aber besser ist es, wenn ihr es ans Firmengelände schickt, sodass es sicher ankommt. Ich bringe das dann meistens am selben Tag. Ich bin im Moment täglich bei Nadja direkt zu ihr hin, sodass sie das schön verstauen kann. So, meine Zehen werden gerade wieder durchblutet und es tut gerade echt weh. Es ist jetzt 6 Uhr. Alter Falter, 2 Stunden. Mama wartet bestimmt schon, also Oma. Die Hunde müssen noch abgeholt werden. Und ich muss auf Video schneiden. Arne ist mit Sicherheit schon unterwegs, denke ich mal. Hat sich noch nicht gemeldet. Das heißt, morgen ist Sonntag. Ich verabschiede mich. Wir hören voneinander. Und vielen, vielen Dank nochmal. So, letzter Morgen in Hamburg. Wir machen uns gerade fertig. Die Autos laufen seit einer Stunde im Standgas, weil es sind minus 11 Grad. Ihr merkt, dass das sogar hier im Auto noch mein Atem zu sehen ist. Und frieren dir draußen sogar die Wimpern fest, wenn du mit den Augen klimperst. Es zeckt also echt. Gestern waren es minus 5, das war schon kalt. Minus 11 ist dann nochmal eine andere Nummer. Heute 2 Aufträge für Hauke. Einmal mit komplett aufräumen, also Holz und alles abfahren, da werden wir ein paar Mal fahren müssen. Also einmal hinfahren, aufs Auto häckseln, dann häckseln gut abkippen fahren, dann wieder hinfahren, mit dem Wärmer Stämme aufladen, dann die Stämme zu Hauke bringen, dann wieder hinfahren, den Wärmer holen. Wir werden mehr am Fahren sein, als wir am Schneiden sind, hat Hauke schon gesagt. Und dann der zweite Auftrag hier im Ort ist nur Clean-Up, ist eine Eiche-Chrom-Sicherungsschnitt, die ist völlig kaputt und tot, aber der Kunde möchte ihn gerne erhalten. Also schneiden wir die so weit zurück, dass sie sicher ist.
Ich hoffe, dass die Akkus bei den Temperaturen einigermaßen durchhalten. Wir holen jetzt den Hacker, koppeln an, machen alles fertig und dann reiten wir los, sofern wir da nicht festgefroren sind auf der Stelle. Das ist echt, also Zeck, ne? Das ist nochmal ein Unterschied. So, Haukes Gespann steht schon auf der Straße. Ich habe nochmal schnell die Kamera geholt, weil ihr habt ja mal gefragt, welcher Spruch hier bei Hauke über dem Tor steht, ne? Das Haus erbaut 1825, dann gab es einen Brand, dann ist es 1987 erneuert worden, wieder aufgebaut worden nach dem Brand. Und da steht eben, wer die Menschen kennt, liebt die Pferde und die Hunde. Und die waren schon nicht ganz so doof früher. Die haben schon recht, ne? Eigentlich ist der Mensch das größte Arschloch, was auf diesem Planeten frei rumlaufen darf. Und, jo, Streusalz. Streusalz ist nicht verkehrt, kannst du hinten auf die Bühne schmeißen. Und deshalb eben haben die immer schöne Sprüche von den Handwerkern über ihren Häusern gehabt. Und das ist auch eine sehr schöne. Das Alberhaus in Ditzum, da habe ich auch schon gearbeitet. Das ist eins der ältesten Häuser. Es geht auf die spanische Besatzung zurück. Da ist auch ein schöner Spruch, den zeige ich euch nochmal. Wir haben den Hacker heute Morgen kurz gestartet, weil wir Angst hatten, dass der eingefroren war. Was ja bei den Temperaturen durchaus hätte sein können. Der stand ja auch im Schuppen. Und wenn man da vorher nasses Zeug mit gehäckselt hat oder so und den dann wegstellt, auch gern auch nicht jeden Tag den Kram macht und gestern wir den Hacker vom Flügge hatten, dann kann das schon mal passieren. Und wir hätten heute Morgen gar nicht losfahren brauchen, wenn der Hacker eingefroren gewesen wäre. So, Licht an, Gurten und dann Spurten. Ich hoffe, dass wieder ein interessantes Video für euch entsteht. Und ich hoffe, dass euch das eben Spaß macht, mit uns unterwegs zu sein. So, wir fahren wieder, ne, auf die Straße durchs Revier. Oh, wie gesagt, gestern war ja noch Fuchsjagd. Wir waren leider nicht mit dabei. Ich wäre gerne mit dabei gewesen. Aber wir haben das ja nicht geschafft. Wir waren nicht schnell genug mit unserem Auftrag fertig. Ist aber auch gestern nichts erlegt worden. Kein Fuchs zur Strecke gebracht worden. Übrigens, viele, viele Begriffe, die ihr im Alltag benutzt, kommen aus der Jägersprache. Ne? Also viele altmodische Begriffe zumindest. Ich meine, keiner sagt mehr heute noch jemanden zur Strecke bringen. Ne? Für jemanden quasi um eine Seife bringen. Das sagt keiner mehr zu, aber das kommt eben aus der Jagdsprache von diesem Strecke legen. Ne? Das erlegte Wild wird dann ja, um ihm die letzte Ehre zu erweisen, wird das in Strecke gelegt und dann kriegt es, also es kriegt ja auch nach dem Erlegen den letzten Bissen und der Schütze bekommt dann den sogenannten Erlegerbruch überreicht und so, ne? Und viele Sachen, die man eben so im Alltag früher benutzt hat, sag ich mal, so bis in die 80er, als die Sprache dann modern wurde, ne, heute spricht man ja Denglisch, ne? viele Sachen kommen da eben aus der Jägersprache, ne? Etwas abblasen, ne? Eine Sache abblasen, das kommt eben auch aus der Jagd. Ne? Wenn die Jagd beendet ist, wird die Jagd eben abgeblasen. Ne? Diese Jagdhornsignale, die verschiedenen. Ne? Die im Übrigen auch Bestandteil der Jägerprüfung sind. Ne? Das ist so das allererste, was ihr in der Jagdprüfung macht, sind diese sicherheitsrelevanten Jagdhornsignale. Wenn die nicht könnt, braucht ihr gar nicht weitermachen. Ne? Dann ist die Prüfung direkt für euch gelaufen. Ne? Das ist so ein bisschen wie bei der Fahrprüfung. Ne? Reinsetzen, Spiegel einstellen, Sitz einstellen, anschnallen. Und wenn ihr euch nicht anschnallt und die Karre anmacht und losrollt, seid ihr direkt durchgefallen. So ähnlich ist das in der Jagdprüfung auch. Ne? Jagdhornsignale nicht können, brauchst du gar nicht weitermachen, weil die sind sicherheitsrelevant. Auch heute noch in Zeiten des Handys und so, ne? Wo man eben anrufen könnte oder wo man auch Uhrzeiten abmacht, wenn das Treiben vorbei ist und so. Ne? Trotzdem gibt es diese Jagdhornsignale. Gut, das führt jetzt wieder schon wieder zu weit, aber wollte halt nur noch mal erwähnt haben, dass man unbewusst oft Jägersprache benutzt, im Alltag zumindest früher, heute eben nicht mehr so. Und ja, mir ist auch gerade aufgefallen, wir haben den Stecker wahrscheinlich wieder nicht richtig drin, Hauke ist hinten beim Acker wieder tot. Aber bin ja nur ich hinter ihm und ich werde ihm das gleich sagen und dann werden wir den Stecker vernünftig reinmachen und dann wird auf dem Rückweg wieder alles safe sein. Also kein Grund, sich aufzuregen und die Kommentare voll zu wulfen. Das ist nicht Jägersprache, voll wulfen, das kommt von unserem lieben Ex-Bundespräsidenten Wulff, der jetzt einen Ehrensold bezieht, den er meiner Meinung nach nicht verdient hat. Aber egal, die Politiker bauen viel Scheiße und kriegen dafür Pöstchen, die sie eigentlich nicht verdient haben. Siehe Flinten-Uschi. Gut,
Auch das führt jetzt wieder zu weit, wenn ich politisch werde. Warum ich die Tour durchs Revier so genieße, könnt ihr euch denken. Ne? Ist eine echt schöne Strecke hier, ne? Mit dem Wald und den Feldern und Natur. Und ne? So eine Gegend gibt es ja bei uns leider nicht. Ne? Bei uns ist ja alles sehr, sehr flach und sehr, sehr weit und offen. Also ich mag das, wenn das hin und wieder mal mit Wald unterbrochen wird. Und das ist eben, das macht die Gegend hier so interessant und so abwechslungsreich, finde ich. Ne? Also ich finde die Gegend, in der Hauke hier wohnt, tatsächlich sehr, sehr schön und auch sehr abwechslungsreich. Ne? Die haben Wald, die haben Seen, die haben weite Felder. Die haben auch schon so ein bisschen hügelig hier, wie man sieht. Und die haben eben hier die Lüneburger Heide um die Ecke. Die Heide ist ja auch eine ganz besondere Landschaft. So, ihr merkt schon, ne? Es wird hier wieder Landschaftskunde. Nein, euch interessieren die beiden Bäume, die wir heute wegmachen und dann komplett mit Clean-up und mit Holz und allem drum und dran. Und euch interessiert natürlich die Eiche, Kronen, Sicherungsschnitt, die wir dann danach machen. Wird auch ein sportlicher Tag, gar nicht so sehr wegen dem Arbeitspensum, sondern eher wegen den Temperaturen, die einen echt langsam machen. Und natürlich wegen der ganzen Fahrerei, ne? Weil das ist halbe Stunde jedes Mal hin zur Baustelle, halbe Stunde zurück. Wir müssen mindestens dreimal fahren, weil wir ja kippen, Holz und Wärme. Ja, ne? Also der ist ja im Moment auch auf dem Auto drauf, den haben wir ja dabei. Da passen ja aber dann gleich keine Hackschnitzel dazu und da passt auch nicht Wärme und Holz. Manchmal machen wir das ja beim Twin Trailer so, dass wir das Holz links und rechts neben den Wärme legen. Das funktioniert hier leider nicht beim Vario. Gut, mir frieren schon wieder die Scheiben von innen. Ist das ätzend. Aber ist geil, ne? Samstagmorgen, es ist nichts los, ne? Aber gar nichts los. So, Leute, genießt den Tag. Enjoy the show. Schöne Gegend. Schöne Gegend. Ja. Schöner, ruhiger, frostiger Morgen. Das Coole ist, ihr seht, hier ist Wald, hier ist Siedlung. Das Coole hier ist ja, dass hier tatsächlich die Siedlungen vielfach in die Wälder reingebaut worden sind, sodass wirklich jedes Haus, ihr seht das hier auch an der Rieseneiche, und Kiefern gibt es hier eben auch ohne Ende, jedes Haus echt ohne Ende Bäume auf dem Grundstück hat, sodass hier auch richtig Bedarf für Baumfällung, Baumpflege da ist, ne, weil die einfach alle mitten im Wald wohnen quasi. Und hier echt jeder Grüne auf dem Grundstück hat, nicht so wie bei uns. Der riesengrößte Nachteil hier ist, dass man hier mit Maschinen eben nicht viel werden kann, weil das hier alles so scheiße eng ist. Ne? Ihr seht das hier auch schon wieder an den ganzen Zufahrten, Einfahrten, Auffahrten, Straßen. Wenn hier ein Auto steht, ne, hier passt gerade ein Auto durch. Also wenn man hier einen LKW hinstellt, man hat überhaupt keinen Platz zum Abpratzen. Das ist hier mit der Bühne schon vielfach eng. Hier waren wir übrigens auch, ne, ihr könnt euch daran erinnern, hier haben wir die Birken gefällt. Na, hier haben wir die Birken gefällt, die Toten. Einmal hier und einmal hier vorne. Na, und wie gesagt, hier zwischen ist eben alles Wald. Ihr seht, wie viele Bäume die Leute alle auf dem Grundstück stehen haben. Na, also da ist echt Bedarf, ne, hier an Baumfällung und Baumpflege. Er macht die Randale an, das heißt, das da ist unser Job für heute. Drei Stück. Der liebe Mike kommt gleich auch noch, ne? Major der Reserve, Ex-Soldat, genau wie ich, hat eine der oder hat die drittgrößte Firma für Sicherheitstechnik in Deutschland und hat eben Bock auf Holz, ne? Und deswegen, der hilft uns heute noch. Voll cool. Ja, genau, da wahrscheinlich auch die Auffahrt, press ran mit der Bühne, aber ihr seht das, ne? Wenn hier was steht, ist immer sofort alles zu. Das ist echt nervig und ätzend. Und darum könnte ich hier mit so einem Auto, wie ich das bei uns haben möchte, nichts werden. Aber bei uns, wo wir immer so viel Platz haben, macht das halt durchaus Sinn. Boah, ist schon echt knappi, Papi. Da ist noch ein Wasserkran auch, hast du den gesehen? Hauke fährt einmal rum, weil wir haben versucht, hier an dem Hang rückwärts zu fahren. Und da macht selbst der kleine Hacker hinterm Vario nicht mit. Ich hatte ja auch die Tage das Problem, dass der Hacker immer hinterm LKW gemacht hat, was er will. Die Bühne steht ziemlich optimal so,
auch wenn das alles ziemlich presseng am Haus ist, aber die steht ziemlich optimal so, weil jetzt kann er zack da oben reindrehen und wir können das Gespann hier hinstellen. Also hier auf diese Parkfläche ziehen und haben dann hinterm Hacker Platz zu arbeiten und auch die Äste abzulegen. Also im ersten Moment sagt man sich, hä, wieso steht die Bühne da so reingedrückt? Und das ist optimal, wie ihr seht, weil ihr könnt zack hoch und könnt beide Bäume auf eins abarbeiten und da hinten die kleine Tanne kommt noch weg. Die Hausbesitzer haben einen Platzschnüffel. Ich habe nur den kleinen Wackelpopo gesehen. Ich weiß jetzt nicht, ob es ein Old English Bulldog ist oder ob es ein... ob es ein American Staffordshire ist, aber die haben auf jeden Fall einen Platzschnüffel. Den muss ich nachher noch knuddeln, wenn er wiederkommt. Da hat er so einen süßen kleinen... So einen kleinen, so wie Boxies, ne? Alles, was Platte schnüffelt. Ich habe letztens auch einen Cane Corso geknuddelt, ne? Der war auch total verspielt und total lieb. Also diese Hunde werden echt alle völlig falsch eingeschätzt, ne? Das gefährliche Ende, sage ich ja immer wieder, ist an der Leine ohne Halsband, ne? Sondern mit der Handschlaufe. Das ist das gefährliche Ende. Ja, genau. Wir kennen uns doch noch. Wir haben uns da hinten bei den Birken gesehen, ne? Wie geht's dir, Schnuppi? Wie geht's dir? Ja. Ja, komm. Ja. Yeah. Oh. Wie geht's dir, Schnuppi? Alles gut? Alles gut? Ist nicht dein Wetter, ne? Du hast kein Unterfell, hä? Hm? Ja. Ne? Ja. So, optimales Setup. Wir ringen jetzt wieder die kleine in die große rein. Deswegen haben wir hier alles nackig gemacht, damit die anderen da klatschen können. Hier ist noch nicht alles nackig. Das Setup, haben wir ja schon gesagt, könnte geiler nicht sein, weil es kommt alles direkt hier runter. Rums rein in den Hacker, zack aufs Auto. Perfekt. Ne, Platzverhältnisse passen super. Ist alles optimal. Und deshalb wird auch nicht gefilmt, weil wir hauen nämlich jetzt weg hier mit Hackengas. Ja, stecken können, ja. Ja, es ist ja in Lappland gerade eine Rentierfarm zu verkaufen. Es ist in Lappland gerade eine Rentierfarm zu verkaufen, die hätte ich gerne. Stamm ringen wir jetzt in sich selbst auf 2,50 Meter N, weil Haukes Ladefläche 3 Meter lang ist. Das heißt, 3 Meter kriegen wir nicht ganz drauf. In 2,50 Meter N knucken wir den ab, legen die hier hin, fahren abkippen, kommen dann wieder, holen das Holz. Ja, das mit der Rentierfarm ist tatsächlich, kostet eine Mio, 250 Hektar. Ist ja aber eigentlich nur Wiese, ne? Also Wiese, ein bisschen Wald und ein paar Viecher. Aber trotzdem, wenn man davon leben könnte und man wäre aus dem Land hier raus und so, das wäre schon, da hast du deine Ruhe, ne? Bist du schön alleine, Einsatz für dich, hast deine Ruhe, musst keinen anderen Idioten ertragen. So heiß, den da noch reinschmeißen, fertig ist die Laube. Ja. Genau, den müssen wir umwerfen, so hier übers Tor durch den Garten häckseln. Okay, hinten über die Mauer, gut. Aber das ist alles weg. Ein bisschen noch hacken, das kostet alles hier, da. Aber die Bude ist ganz schön angeladen, ne? Es ist gar nicht so wenig Bude gewesen. So, ich mach die Bühne gleich mal aus. Ah, ist schon wieder alles geil. Halbe Stunde. Halb zehn, ja. Halbe Stunde, geil. Abkippen fahren, Holz verladen, Wärme wiederholen, Arschlecken. Hat genau gepasst. Cool, cool, cool. So, da hinten, ich weiß nicht, ob ihr den Spiegel noch sehen könnt, da hinten läuft der Mike. Wir haben noch gerade das Holz verladen, schnell. Das heißt, Hauke, sein Auto ist jetzt voll mit Holz. Wir fahren jetzt zu Hauke nach Hause, deswegen fahre ich mit der Bühne hinterher. Hängen den Hacker ab, schmeißen das Holz runter. Da brauchst du dich doch gar nicht aufregen, ist doch breit genug hier.
Ist doch. Alter, war doch Platz genug, ey. Piss dich doch nicht an, Junge. Also, schmeißen das Holz runter, lassen den Hacker da, ich lasse die Bühne da. Dann fahren wir hier nochmal hin. Das ist dann ja auch nur das dritte Mal. Holen den Wehrmeer. Und dann schneiden wir bei Hauke im Dorf, wie gesagt, eine Eiche, Kronensicherungsschnitt. Die ist eben, also multiple Schäden, ne? Multiple. Also die ist rappelvoll mit Totholz. Da sind Ausbrüche drin vom Sturm. Ein Ausbruch hängt auch noch oben in der Krone. Dann hat die einen Blitzschaden im Stamm, dass der Stamm halb aufgespalten ist. Das ist aber schon 60 Jahre her und. Also die hat wirklich multiple Schäden. Siehst du, deswegen hier würde ich euch das glauben, hier kommst du tatsächlich mit einem Vierachser nicht zurecht. Also hier ist das schon eng mit Vario und mit Anhänger und allem drum und dran. Also hier kommst du tatsächlich mit einem Vierachser, mit einem großen Hacker dahinter nicht zurecht. Das ist richtig. Aber ich arbeite hier, ja gut, ich arbeite jedes zweite Wochenende in Hamburg, aber wie gesagt, das hier sind so Ecken, da macht das, da gebe ich euch völlig recht, da macht es keinen großen Sinn mit großen Maschinen, aber bei uns im flachen Ostfriesland, wo viel Platz ist, wo eben nicht der Quadratmeter, keine Ahnung, 300 Euro kostet oder so, wobei solche Preise haben wir mittlerweile bei uns ja auch schon. Hier gibt es ja teilweise Grundstücke, hier kostet der Quadratmeter 3000 Euro. Das ist übrigens auch ein Freund von Hauke, haben wir auch schon für gearbeitet. Fällt mir gerade so ein, ne, hier vorne. Hier vorne haben wir auch schon gearbeitet, ist ein Freund von Hauke, da haben wir schon gearbeitet, da haben wir schon gearbeitet. Da war der Martin Schnewandowski mit, das ist das Video irgendwie 7 auf einen Streich oder wie das heißt. Ne, lieber Martin, da kannst du dich dran erinnern. Hier haben wir schon gearbeitet, Totholz geschnitten. Also man merkt, das ist hier so wie bei uns, ne? Das hier ist Haukes Hut. Das ist Haukes Hut, hier ist Hauke viel unterwegs. Hier ist es leider eben scheiße eng. Also, wie gesagt, eine Tour jetzt nochmal gleich hierher. Bühne und Hacker kann aber bei Hauke bleiben mit dem Holz zusammen. Und dann gleich noch diese Eiche, die wirklich böse, böse, böse aussieht, die der Kunde aber unbedingt erhalten möchte, was ich auch total verstehen kann, weil es ja irgendwie urig auch ist, so einen knorrigen Baum bei sich zu haben. Vor allem, wenn der Geschichten erzählen könnte, der Baum, ne, der ist ja nun schon, wie gesagt, vor 60 Jahren der Blitz mal reingehauen, da war der Baum schon groß und dick, ne, also der ist deutlich über 100 Jahre, wenn der Geschichten erzählen könnte, ne, das wäre schon cool. So mit O. Ja, ich hoffe, dass Tina vielleicht auch die Kamera mitgenommen hat und ein bisschen was filmt. Die hat ja gestern mit einer Mietbühne von Ulfarts, vielen lieben Dank an Ulfarts, hat die gearbeitet mit dem Jan und dem Markus zusammen. Jetzt wird es aber warm hier, obwohl es draußen minus 14 Grad sind, also jetzt schafft die Heizung das hier auch. Und heute haben die eine Straßenbaustelle, die müssen 10 Platanen zurückschneiden, einkürzen, wie auch immer. Ja, mit verkehrsrechtlicher allem Zippo-Zappo, ne? Da sind die heute bei. Ich hoffe, dass die gut vorankommen, dass die alle zufrieden und glücklich sind. Das Wetter ist hammergeil, muss man sagen. Es ist hammergeil. Es ist zwar minus 14 Grad, knacke kalt. Mir friert die Sabber im Bad fest. Aber es ist eben mit der Sonne, fühlt es sich jetzt tatsächlich nicht mehr so an. Ne? Also ich habe gerade eben auch auf Pullover draußen gestanden. Die dicke Jacke liegt hier im Auto, klar, beim Fahren sowieso. Aber selbst bei der Arbeit gerade, das konnte man gut auf Pullover tun. Weil die Sonne eben echt schon Kraft hat. Ne? Die Sonne hat echt schon Kraft und es fühlt sich nicht an, dadurch, dass es trockener Frost ist, wie minus 14 Grad. Ja, genießt noch ein bisschen die Aussicht hier, schöne Gegend. Und wie gesagt, eine Tour noch, das grabt Zeit weg. Ne? Das ist jedes Mal über eine Stunde alleine Fahrzeit. Das schmeißt uns ein bisschen zurecht. Wir wollten eigentlich um 12, wollten wir eigentlich mit der Eiche anfangen. Ja, das wird wohl nichts, weil wie gesagt, das ist jetzt nochmal eine gute halbe Stunde zu Hauke hin. Dann abkippen, alles abkuppeln, stehen lassen, dann wieder eine gute halbe Stunde zurückfahren. Dann ist es dann ja schon 12:30, 1 Uhr, ja, wären wir noch verladen und so wieder zurückfahren. Ja, also es wird knappe Geschichte, einfach wegen der Fahrerei. Ne? Es ist einfach echt die Fahrerei, die uns hier zurückwirft. Aber gut, c'est la vie, wir wussten das ja vorher. Und wie gesagt, ich freue mich auf die Eiche, Kronensicherungsschnitt. Ich finde das toll, dass der Kunde die trotz dieser Schäden erhalten möchte. Ich finde auch, der Baum ist es durchaus wert. Goodie, bleib neugierig. Guck mal, hier kommt ein Magni mit dem Fellkran. Magni-Fellkran. Knipsi dran.
So, ganz kurz nur, das ist besagte Eiche, die eben mehr als abgängig ist. Hier vorne sieht man ganz deutlich den Stammschaden. Da ist der Ausbruch. Hier liegt jede Menge Totholz drin. Da ist jede Menge Totholz. Der komplette untere Triebling hier ist tot. Also nicht wundern, wenn er nachher raus ist. Da sieht man auch einen Riss. Und da sieht man deutlich einen Riss. Also wie gesagt, eher abgängiger Baum. Trotzdem finde ich tatsächlich erhaltenswert. Und deshalb finde ich eben gut, dass der geschnitten wird. Hier oben der Triebling übrigens auch komplett tot. Den wird man also auch vollständig entnehmen müssen. Also der Baum ist nachher nicht mehr ganz so schön. Ne? Hier das, was darunter hängt, tot. Also ich würde tatsächlich sagen, dass er zwischen 50% und 60% Totholz hat. Und dann eben hier diesen schweren Ausbruch hier an der Seite. Da der Ausbruch, der liegt da noch drinne. Also wie gesagt, eher abgängig. Nichtsdestotrotz soll der nach Möglichkeit, solange es geht, noch erhalten werden. Und das geht ja. Ne? Also das kriegt man ja hin. Was ich ein bisschen schade finde, er treibt nicht mehr neu. Er bildet also trotz der ganzen Stammbrüche, Abbrüche, wie auch immer. Ne? Also trotzdem bildet er keine Reiterate. Das ist ein Zeichen für echt eher schlechte Vitalität und Abgängigkeit. Weil normalerweise, wenn oben was abbricht, versucht er ja unten durch Stresswachstum, durch Reiterate das zu kompensieren. Macht er leider nicht mehr. Das ist, wie gesagt, leider ein Zeichen für sehr, sehr schlechte Vitalität, was ja aufgrund dieser multiplen Schäden auch kein Wunder ist. Die Stelle ist eben auch sehr böse. Das hier ist wahrscheinlich der nächste, der abbricht. Deswegen werden wir den hier auch stark reduzieren, was schade ist, weil das ist der einzige, der tatsächlich noch zu 50% vital ist. Ne? Also da sind überall noch Knospen dran, da sind Knospen dran. Das ist tot, der ist tot. Aber das nach oben sind auch überall noch Knospen drin, während dieser Bereich eher tot ist. Ja, also der wird danach nicht mehr wirklich schön aussehen, aber es muss eben raus, das Totholz. Ne? Und ohne den Baum jetzt ganz zu fällen, finde ich, ist das noch eine ganz gute. Der kann ja noch ewig stehen. Und wenn man den auch als Habitat stehen lässt, ist doch schön. Es muss ja nicht immer gleich alles weg. Gut, also wir bauen dann jetzt auf und dann geht's dann gleich los. So, Stand jetzt ist, wir haben schon eine Menge Totholz raus auf der Seite und haben eben auch ein bisschen reduziert, um die Ausbruchgefahr zu dämmen. Ne, wie man da sieht, ne, ist eine Menge Totes, auch eben dickes Totes. Ne? Das wollen mir immer viele nicht glauben, aber guckt euch die Prängel hier mal an. Das ist ja übrigens eigentlich wieder geiles Holz für den Präparator, ne? Fällt mir gerade ein. Also es sind echt dicke Prängel drin und wir haben eben auch ein bisschen gekürzt. Ich denke, also wenn man sich diesen Teil der Krone anguckt, dass ich das schon sehen lassen kann und dieser Teil der Krone wird jetzt auch so geschnitten. Also ich finde tatsächlich, dass wir das sehr gut gelöst haben für die Umstände. Oder, wenn ihr mal vorher nachher vergleicht, scrollt mal ein bisschen zurück in dem Video, ne, wie die Krone da aussah, dann denke ich, haben wir das schon ganz gut gelöst. Bisschen Sorgen machen mir die dicken Prängel in der Mitte, da werden wir echt schwer rankommen, aber naja gut. So, also ich stehe jetzt mit dem Korb hier so, dass ich diesen Teil des Baumes noch bearbeiten kann, hier mit diesem sehr schwer geschädigten Ast und der ganz schlechten Anbindung. Gut. So, bevor ich jetzt zur anderen Seite rüberfahre und wir den Sturmschadenausbruch noch rausmachen, will ich euch von dieser Seite nochmal zeigen. Wir haben also auch hier beigeschnitten und ein bisschen mehr, weil das hier alles runterhing Richtung Auto. Da war der dicke tote Kronen, die vorherige Terminale, die ist ja jetzt raus, das ist das, was hier liegt. In die Terminale ist ja damals der Blitz eingeschlagen. Das ist diese hier. Das sind schon echt krasse Böngel. Über solche Stücke, ne? Über sowas hier, da würde sich ja mein Präparator freuen. Ne? Das sind ja arschgeile Stücke. Aber leider nicht mein Auftrag. Deswegen frage ich auch nicht, ob ich es mitnehmen darf. Ne? Oder sowas hier. Das wäre ja ein Traum für einen Präparator. Ne? Also, das ist ja, Alter, prädestiniert, um da ganz salopp gesagt ein totes Tier drauf zu packen. Also jetzt gleich noch den Sturmschadenausbruch und wenn wir uns da beim Nachbarn aufbauen, an dem Sturmschadenausbruch vorbei hochgehen, kommen wir eben auch an den zweiten toten Terminal ran. Ne? Also da ist ja dann eine ziemlich große Lücke, da müssen wir nur noch die Seite beischneiden, den Sturmausbruch und Terminal. Ja, so eine einkürzungsfähige Geschichten, die dauern halt, also in der Zeit hätte das Ding auch runtergeschnitten, ne? Weil diesen Ast hier, den hättest du ja so in eins runterknallen lassen. Das wäre ja ein Schnitt gewesen und nicht 25.000. Also ich finde aber tatsächlich, ne, urteilt selbst, aber ich denke,
für den Zustand des Baumes und für die Art der Maßnahme, finde ich, haben wir den noch sehr schick. Ne? Ich finde, der sieht sehr schick und immer noch nach Baum aus. Also kann ich mir jetzt, vielleicht rede ich mir das auch nur selber ein, also haut es mir in die Kommentare, ob ihr den auch immer noch schick findet und sich überlegt, wie viel wir geschnitten haben und wie viel Totes eben drin war. Klar ist der Licht, ne? Der ist aber auch alleine schon Licht wegen dem Ausbruch auf der anderen Seite. Ne? Also brauchen wir nicht drüber reden. Aber ich finde, es immer noch ein geiler Baum, oder? Und so kann er eben jetzt noch, ich hoffe, dass er noch ein paar Reiterrate bildet, ne? Und dass er eben jetzt vital wird und Kraft kriegt. Deswegen übrigens auch wieder den Schnitt, ne? Windtag. Ne? Der ist ja mit seinen ganzen Reserven jetzt in der Winterruhe. Und dann hoffe ich, dass er im Frühjahr schöne neue Triebe kriegt und eine schöne Unterkrone hier irgendwo bildet, weil dann könnte man ihn oben noch mal wieder ein bisschen beischneiden, um ihn zu entlasten, ne? So in 5 Jahren. So, ganz kurzes Statement noch von dieser Seite. Wir sind hier jetzt auch fertig, eingekürzt und Totholz raus. Hier vorne der Dicke, das war der Ausbruch, da könnt ihr euch dran erinnern, der lag hier auf denen drauf. Der hat da natürlich auch jede Menge kaputt gemacht. Deswegen ist der Baum hier jetzt ein bisschen Licht, hier ist so eine Lücke. Aber alles in allem, finde ich, ist der doch sehr schön geworden, oder? Sehr, sehr schön. Hier vorne war ja der tote Terminal noch, der zweite. Der ist raus, der Bruch ist raus, ist rundherum eingekürzt. Ja, und es sieht immer noch nach Baum aus, oder? Und ich finde, es sieht sogar schöner aus als vorher mit dem ganzen Totholz, mit dem ganzen Kropf drin, oder? So ein geiler Baum jetzt wieder. So, warum fasse ich mich so kurz? Ganz einfach, mir ist kalt. Und wir fahren jetzt nämlich rüber. Dann fahre ich mal schnell zum Bäcker 10 Brötchen holen. Hauke haut ein bisschen Wildschwein-Krakauer auf den Grill. Und dann kriege ich nämlich nochmal schnell Happa Happa, bevor ich nach Hause fahre. Und dann fahre ich nämlich nach Hause. Hause! Tina, denke ich, hat mit den Jungs auch einen langen Tag. Und dann muss sie ja noch Video schneiden. Und dann haben wir morgen hoffentlich ein paar Besichtigungen. Ich weiß nämlich gar nicht, ob Tina diese Woche viel ins Büro gekommen ist. Aber... Und dann müsste ich eigentlich, also eure Donnerstagskommentare habe ich ja leider immer noch nicht beantwortet, aber ich denke, dass ich das schaffe, eure Sonntagskommentare dann zu beantworten. So, mit O, weiter geht's. Was ist das schon der Trecker? Jo, das ist noch eine Mulde Holz. Das ist schon wieder der Trecker mit noch einer Mulde Holz. Ihr seht, ne? Also da geht mehr rein, als die kann man über Wassermaß voll machen. Über Wassermaß kann man die voll machen und wir kippen die immer hier hin, oder der Lars kippt die immer hier hin und dann nehmen wir hier Grabschi und grabschien die mal hier fix mal eben auf einen Haufen, ne? Also das ist das Holz, was wir gestern gemacht haben, ne? Nur damit ihr nochmal so die Dimensionen, das hatten wir auf dem Vario drauf, das ist das von heute, das sind die Bäumchen von heute, das was nicht durch den Hacker ging, und das ist das alles von gestern, ne? Was der Lars hier. Und da kommt noch ein Dumper. Da haben wir dann gestern mal 3 so eine Dumperholz gemacht. Ne? Und der Kunde, ihr wisst ja, der Nachbar, also nicht der Kunde, sondern der Nachbar vom Kunden, hat sich ja auch jede Menge als Brennholz rausgeschnitten. Ne? Also die ganzen Kronenstücke, die Hauke nicht haben wollte, hat sich ja der Nachbar als Brennholz rausgeschnitten. Was ja auch ganz cool ist, weil sonst wären es ja 4 oder 5 Dumper voll gewesen. Ist krass, wie wendig so ein Trecker. Aber er kriegt auch keinen Schrapp, ne? Man sieht das da vorne. Er kriegt, wir haben zwar gestreut, aber er kriegt keinen Schrapp, ne? Also selbst ein Trecker, Allrad, ihr seht, alle Räderfuhren, selbst ein Trecker kriegt es nicht gedrückt, ne? Anhänger bei diesem Wetter, ne? Die Anhänger machen mit den Maschinen, was sie wollen, ne? Ich habe das gleiche Problem aber beim LKW. Wenn ich einen Hacker dahinter habe und will den auf Eis rückwärts drücken, der Hacker macht mit dem Anhänger, was er will. So, nächster Dumper. Du wolltest ja die Schippe da, die ist über, ne? Die brauchst du nicht mehr. Dass das so lange drin hängen bleiben, wundert mich echt. Jo, angekommen. Angekommen. War auch knapp. So, jetzt weißt du auch, wie das mit dem Rücklicht passiert, ne? So, fast zu Hause. Fast zu Hause. Da, wo das Licht gerade angegangen ist, da sind Leute bei mir zu Hause vorbeigelaufen. Ja, da blinkt auch was. Dann werden die Hundis mit haben oder so. Bin mal gespannt, wer das ist. Das ist das Coole, ne? Wenn die Leute bei uns zu Hause vorbeilaufen, geht automatisch das Licht und die Kamera an. Sehr, sehr gut. So, Hundewauzis.
Aber cool, ne? Sehr vorbildlich. Herrchen und Hunde, alle mit Warnwesten. Oh, ein Rotti! Ein Rotti-Wauzi! So, endlich wieder zu Hause. Also die Fahrerei ist eigentlich das, was am meisten schlaucht, ne? Die Arbeit, klar, die ist Arbeit. Aber die Fahrerei schlaucht halt. So, ja, der dicke Schwarze da ist noch zu haben. Also nicht die dicke Schwarze, sondern der dicke Schwarze. Boah, so. Tada! Geschafft! Hoch die Hände, Wochenende. Nee, Tina ist noch am Schneiden, hat sie mir gerade am Telefon erzählt. Und ich muss mich jetzt noch fertig machen, Auto auspacken, Arbeitsplünden aus, duschen etc. pp. Dann muss ich das geschnittene Video noch mal kurz drüber gucken, damit sowas wie letztes Mal mit dem Hauke am Hackschnitzelhaufen nicht wieder passiert. Und dann geht's ja morgen früh wieder auf Besichtigungsrunde. Will nicht klagen, bin froh, dass wir welche haben. Also Besichtigung. Guti, ihr Lieben, abonnieren nicht vergessen, bleibt neugierig, ne? Und bis zum nächsten Video.